Uhr, Dienstag. Wir legen los mit den 30 Tagen Weihnachten, beziehungsweise mit meinem wunderschönen Adventskalender. Yeah! Ich freue mich schon total. Gut, ihr Lieben. So, erstmal nochmal ganz offiziell herzlich willkommen auf meinem Kanal Die Wunderwelt aus Papier und vor allem herzlich willkommen bei unserer WWM 30 Tage Weihnachten Aktion. Ich freue mich mega und habe gestern das Video von unserer lieben Susanne Kreativwolf natürlich angeschaut. Habt ihr es auch angeschaut, ihr Lieben? Hallo, hallo nochmal in den Chat, ich kann euch schon sehen. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele reingeschaut haben bei der Susanne auf Kreativwolf. Ich finde, die hat eine mega, mega coole Spinnercard gebastelt. Und ja, mein Projekt ist eben heute der erste Teil vom Pyramiden-Adventskalender. Ich habe schon ein bisschen im Chat verfolgt. Einige haben schon ein bisschen zugeschnitten, schon ein bisschen gebastelt. Andere schauen heute mal, wie das Ganze so vonstatten geht. Und von daher würde ich sagen, plaudere ich gar nicht ewig lang außenrum sozusagen, sondern wir werden jetzt dann gleich einmal losstarten. Kurz bevor es jetzt aber losgeht, muss ich euch nochmal ganz schnell berichten, ihr Lieben. Ich bastle ja meinen zweiten Adventkalender mit dem wunderschönen Designerpapier und dazu passenden Farbkartonen von der neuen Serie Garten Eden, die es ab heute zu bestellen gibt. Ja, yeah! Also wer das wunderschöne Papier möchte, es ist keine Wartezeit mehr notwendig. Ab heute gibt es das gute Ding. Und noch eine gute Nachricht, am Ende ist Graupappe drin und diese Graupappe ist genauso dick, wie wir es brauchen für den Adventkalender. Also wer so eine Graupappe hat von diesem schönen Designerpapier oder kriegt in die nächsten Tage, der kann sich dann an dieser Graupappe ganz wunderbar orientieren. Also ich verwende sie genau in dieser Stärke. Gut, wer sich jetzt fragt, wie stark ist dieses gute Ding? Ich kann euch das gleich zeigen anhand einer anderen Graupappe. Und zwar hat die wirklich ziemlich genau einen Millimeter. Also das ist jetzt wirklich eine der dünneren Graupappen, die wir so bei uns haben. Ich versuche das mal ein bisschen in die Kamera zu zeigen. Wahrscheinlich wird es ziemlich blenden, aber ihr solltet das so einigermaßen sehen. Also es ist wirklich eine schmale Graupappe, finde ich aber für den Adventkalender tatsächlich ausreichend. Alles andere ist mir zu massiv und auch zum Verarbeiten ist es nicht besonders fein, wenn die Graupappe recht viel stärker ist. Gut, okay. Die allermeisten von Ihnen, die das Schnittmuster bei mir bestellt haben, sollten mittlerweile die PDF auch schon bekommen haben und sich hoffentlich ausgedruckt haben. Und ich habe ja auch in der PDF geschrieben, bitte druckt das Ganze auf ein bisschen stärkerem Papier aus. Ich habe jetzt nicht ganz so ein starkes Papier leider diesmal bei der Hand gehabt, als ich euch empfohlen habe. Aber es ist auf jeden Fall ein dickeres Papier als das normale Druckerpapier ist. Normales Druckerpapier hat ja in etwa 80 Gramm. Und das, das ich jetzt da verwendet habe, hat glaube ich 120 Gramm oder so. Empfohlen habe ich euch 200 Gramm, was nicht schlechter ist. Entschuldigt bitte, ich habe ab und zu immer noch Husten. 200 Gramm ist nicht schlechter, aber ihr könnt es auch mit einem weniger starken Papier natürlich arbeiten, müsst aber ein bisschen vorsichtiger sein beim Falzen. Gut, okay, das also dazu. Dann würde ich sagen, jetzt starten wir dann wirklich gleich los. Und zwar habe ich bei meinem Schnittmuster, bei meinem Ausdruck schon einmal drei Sachen zugeschnitten, die wir heute brauchen. Und zwar werden wir uns um das Dach des Adventkalenders kümmern. Wir werden uns auch um die Seitenteile kümmern und wir werden auf jeden Fall miteinander einen Boden zuschneiden. Ich habe extra jetzt den größten Boden ausgewählt und zwar deshalb, weil alle anderen Böden habt ihr richtig aufgezeichnet, wenn man das so sagen möchte, in der PDF drinnen. Also so schauen die Schnittmuster aus, in verschiedenen Größen natürlich. Und beim größten ist es aber so, der größte Boden Platz gehabt. Und okay, ich hoffe, ich bin wieder da. Ansonsten haben wir ein Problem. Mal schnell schauen. Okay, ich denke, ich bin wieder da. Also zumindest tut sich was.
Okay, ich hoffe, das war jetzt wirklich nur eine kurze Störung und hoffe, dass das jetzt alles wunderbar weitergeht. Okay, also ich gehe mal total davon aus, dass ihr mich hört und seht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich den Punkt weiter und arbeiten mal locker flockig vor uns hin. Wir brauchen also jetzt als allererstes einen großen Bogen von der Grauwappe, und zwar ein 12x12 Stück. Und auf dem fangen wir jetzt an, eben mit dem größten Teil von den Achtecken, wenn man so will. Ihr braucht einen gut gespitzten Bleistift, bitte. Und wenn ihr die Muster ausschneidet, genau das wollte ich euch auch noch sagen, dann schneidet euch bitte die schwarzen Linien weg. Also, ihr seht schon, bei mir steht ganz, ganz, ganz ein bisschen nur das Schwarz von der Linie. Ich schneide sie wirklich weg, weil dann finde ich, dass es ganz ideal dann im Endprinzip passt. Wo ihr es nicht wegschneiden braucht, ist bei den Seitenteilen. Da habe ich es einfach dran lassen. Ihr seht da jetzt, glaube ich, ganz schön den Unterschied zwischen dem und dem. Und wo ich es auch stehen habe lassen, ist bei dem Kuppelteil. Habe ich die Seitenkante stehen lassen und auch da drüben, wo die Klebelasche ist. Währenddessen unten an den Kanten habe ich die schwarze Linie weggeschnitten. Also das würde ich empfehlen, so zuzuschneiden, dann sollte alles wunderbar funktionieren. Okay. Ihr könnt jetzt zum Aufzeichnen entweder einen gut gespitzten Bleistift verwenden oder einen dünnen Schreiber. Ich verwende jetzt einen dünnen schwarzen Stift, damit Sie eine Chance haben, auch was zu sehen. Ich glaube nämlich, dass wenn ich das Ganze jetzt, wie mir lieber wäre, mit dem Bleistift mache, dann werdet ihr nichts mehr sehen. Und von daher gehe ich jetzt auf einen Stift. Ihr könnt es aber, oder ich würde aber empfehlen, es mit einem Bleistift zu machen. Gut. So, mittlerweile sind noch ein paar in den Chat reingekommen, also sende ich nochmal ein kollektives Hallo in die Runde. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar lege ich mir jetzt diesen Teil, ja, von meinem Achteck lege ich mir jetzt so her, dass ich ihn oben bündig herlege und seitlich bündig. Das sollte sich, wenn man das halbwegs schön zugeschnitten hat, und ich hoffe, ich habe das, dann sollte das wunderbar funktionieren. Okay, schaut gut aus. Und in dem Fall brauche ich mir nämlich die Seiten und die Seiten nicht mehr zuschneiden, sondern kann mir ja, das Ganze dann so anlegen, dass ich nur noch diese Kante zuschneiden brauche. Bitte achtet da wirklich drauf, wenn das jetzt nicht ganz schön verläuft, dann ist vielleicht die Graupappe nicht ganz so schön geschnitten. Dann setzt es ein bisschen rein und macht lieber die Schnitte nochmal. Okay, so, und dann setze ich mir jetzt auch da das her. Die Linie und auch da an der Unterseite. Jetzt müssen wir schauen, dass sie nicht verrutscht. Auch da setze ich mir die Linie her. Ihr seht schon, ich zeichne da dann immer wieder mal ein bisschen drüber, aber das macht nichts. Und auch da setze ich mir die Linie her. Und so habe ich jetzt die Ecken alle drauf. Und in meinem Fall mache ich mir es jetzt ganz einfach. Ich drehe mir jetzt nämlich gerade die Schablone um und lege mir jetzt diese Ecken, da wo der Teil abgeschnitten ist, genau so drauf, dass es da wieder schön an diesen Eckpunkten zu liegen kommt. Also da dann einfach wirklich schauen, dass das da wieder schön passt. Und wenn das da einigermaßen schön passt, dann können wir das gute Ding weiterzeichnen. Und zwar vervollständige jetzt daher die Linien, zeichne mir da rundherum. Dann hoffe ich, dass ich keinen Denkfehler gehabt habe und habe meine 2, 4, 6, 8 Ecken. Ja, das hat schon mal gepasst. Und damit haben wir jetzt den großen Teil am meiner Meinung nach einfachsten aufgezeichnet. Und das können wir uns jetzt auch schon gleich zuschneiden. Und das mache ich tatsächlich mit dem Papierschneider. Habe mir aber in meinen Papierschneider schon eine alte Klinge reingegeben. Also ich bewahre mir ja immer Klingen, die jetzt nicht mehr besonders gut schneiden, die bewahre ich mir immer da in so einem Teil auf. Also ihr seht schon, das sind jetzt wirklich ganz abgenudelte alte Klingen. Man sieht das da ganz schön, dass die wirklich gut gebraucht sind.
Die reichen aber trotzdem noch, die haben noch genug Schneidekraft, dass man mit ihnen so Graupappe super schneiden kann. Und wenn sie nicht mehr gut schneiden, dann nehme ich halt eine neue alte Klinge sozusagen und verwende die damit auf. Und wenn sie da dann wirklich nicht mehr schneiden, dann wandern sie auch in den Müll. Aber so Klingen, die halte ich mir wirklich eben gerade für solche Arbeiten total gern noch auf. Okay, und damit schneide ich mir jetzt gerade mal grob da außen die Teile weg. Einmal da. Und durch das Gegenknicken sollten die bei einem Millimeter auch schon abbrechen. Also da braucht es jetzt nicht einmal besonders euch anstrengen, sondern das soll so ganz gut funktionieren. Und einmal da, dann habe ich jetzt schon einmal ein bisschen kleinere Fläche. Und jetzt kann ich da meine Kanten schneiden. Und zwar, wo fange ich an? Ich fange da an, weil ich da eine schöne, da fange ich an. Da sehe ich es am allerbesten, wo der Schnitt sein muss. Schau, dass mir meine Linie schön in der Mittellinie von der Rille liegt. Also da nicht ganz linksbündig und auch nicht ganz rechtsbündig, sondern schaut wirklich, dass sie in der Rille in der Mitte zu liegen kommt. Und dann sollte das wirklich sehr gut funktionieren, dass ihr das abschneiden könnt. Sobald ihr da eine Linie geschnitten habt, könnt ihr die dann unten anlegen bei eurem Papierschneider. Ich zeige euch das jetzt gerade mal kurz, weil in dem Moment, wo ihr das unten anlegen könnt, habt ihr so quasi genau den richtigen Winkel für die nächste Seitenlinie, wenn man so will, weil das stimmt alles einfach genau zusammen. Und ihr braucht da nur noch schauen, dass diese Linie in der Mitte in der Rille drinnen ist. Ich kann jetzt das nicht so drüber arbeiten, deshalb geht das jetzt ein kleines bisschen aus dem Bild, aber ich glaube, ihr habt das Prinzip durchaus verstanden. Okay, schauen, dass es unten wirklich über die ganze Länge schön bündig liegt. Wenn euch das Seitenteil stört, dann klappt es lieber weg, dass es wirklich da unten an der Stelle keine Störung hat. Dass es da wirklich ganz, ganz schön flächig unten anliegt. Das ist ausgesprochen wichtig. Je ruhiger ihr da arbeitet, je mehr Zeit ihr euch da lasst, bloß nicht hudeln, sagen wir immer, lasst euch da wirklich die Zeit, nehmt euch das, je feiner und schöner ihr da jetzt am Anfang arbeitet, desto schöner wird der Pyramiden-Adventkalender im Endeffekt werden. Okay. Jetzt kann ich mir die Kante als nächstes nehmen und kann mir das Papier da reinlegen oder den Graupappe-Karton. Und so könnt ihr euch wirklich total schön durcharbeiten. Auch wenn jetzt da die Linien nicht ganz stimmen oder das da ein bisschen weggeschnitten ist, ist es gar nicht so immens tragisch. Wichtiger ist, dass die Winkel zueinander stimmen. Und wenn das passiert, so wie bei mir da jetzt, also ich habe da einfach wirklich nicht so sauber angezeichnet, dann lege ich mir jetzt in dem Fall diese Linie, die da entsteht, weil ja da ein kleines bisschen mehr weggeschnitten worden ist, lege mir die jetzt nicht ganz bündig in die Mitte, sondern lege mir es ein kleines bisschen links an der Schneidekante an der Rille, damit ich wieder ein ganz kleines bisschen mehr gewinne. Dann sollte das gut funktionieren. So. Und so arbeite ich mich einfach von Linie zu Linie durch. Und hoffe, dass ich im Endprinzip dann ein wunderschönes Ergebnis habe. Ein schönes Achteck. Ich würde mal sagen, das schaut doch recht gut aus, oder? Ich bin zufrieden mit meinem ersten Achteck. Die kleineren Achtecke, dort habt ihr es dann insofern ein bisschen feiner, weil die auf dem A4-Blatt gut Platz gehabt haben und somit könnt ihr das Ganze ausschneiden. Ich würde es aber trotzdem so anlegen wie beim Großen, dass ihr wirklich das Eck, also das Achteck so anlegt, dass ihr es über die Ecke an zwei Seiten anlegt. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, da kann man eben die erste, wo man beide Linien schön sieht, durchschneiden und dann könnt ihr euch wirklich so durcharbeiten. Gut, okay. Dann würde ich sagen, dann werden wir jetzt gleich unseren ersten Boden überziehen. Das zweite und dritte Bodenteil, wenn man so will,
funktioniert vom Ablauf komplett gleich. Also ihr könnt es genauso machen wie bei dem jetzt auch. Okay, jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Genau, da müssen wir jetzt beim A4-Papier auch ein kleines bisschen stückeln, weil wir sonst nicht genug Boden haben, beziehungsweise falsch gedacht. Das ist ja die Unterseite. Wir können uns das aber schon einmal anzeichnen. Das heißt, ich lege mir auch da jetzt das Papier so an, dass ich mir es über die Kante bündig anlege. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Und zwar an zwei Seiten wieder schön bündig am Papier und fahre jetzt einfach entlang meiner Schablone sozusagen einmal rundherum. Da habe ich mich nämlich extra dazu entschieden, dass die Böden mit Designerpapier zu überziehen, damit man von unten her mit Farbkarton arbeiten können. Dann kommen wir nämlich mit der A4-Seite durch. Gut, also jetzt muss ich mich gerade noch schnell entscheiden, was für ein Muster ich für meine Böden verwende. Und da glaube ich, nehme ich tatsächlich diese Variante, weil ich finde, das passt für so einen Boden einfach total gut. Ihr braucht's, wenn ihr die Böden alle gleich überzogen haben wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall zwei große gleiche Designerpapierbögen. Gut, davon nehme ich mir also jetzt einen. Das wird also jetzt mein Designerpapier, mit dem ich das Ganze überziehe. Daher lege ich mir das auf die Rückseite hin. Lege mir da meinen Boden drauf und nehme mir doppelseitiges Klebeband. Ich habe euch ja auf meinem Blog schon geschrieben, doppelseitiges Klebeband werden wir sehr viel brauchen. Und zwar deshalb, weil wir das jetzt einmal da rundherum auf diesen ja, Boden sozusagen aufbringen, an der Kante entlang. Ich reiße mir dann dieses Papier leicht schräg ein. Also ich lege mir praktisch den, ja, wie auch immer ihr das abreißt, ich lege mir das da schief her, nicht gerade. Ich glaube, man sieht ganz gut den Unterschied zwischen dem Gerade und dem Schief. Ich mache das deshalb schief, weil ihr da jetzt schön sehen könnt, durch diese Schräge kann ich da jetzt sehr gut weiterfahren und kann auch da wieder meine Schräge abreißen. Und so könnt ihr abwechselnd einmal auf der und einmal auf der anderen Seite anstücken und habt eigentlich so wenig wie möglich Kleberverschleiß, weil ihr nicht ständig irgendwelche Ecken abschneiden müsst. Also da kommt man sehr, sehr schön von einer Kante zur anderen sozusagen, weil man einmal links und einmal rechts die Schräge abreißt, wenn man so will. Gut. Wer heute mitbastelt, ich vermute mal, ich werde euch da halt zu schnell durchrauschen, dass man wirklich gut mitkommt. Aber ich glaube, es ist für alle die, die heute zuerst einmal gern schauen wollen und dann in Ruhe nachbasteln, glaube ich, ist es letzten Endes feiner, wenn ich jetzt keine Wartezeiten einlege, sozusagen, sondern das in einem Rutsch durchbastle. Das Video wird bestehen bleiben. Ihr könnt das jederzeit wieder neu starten und habt es so dann ganz fein, damit zu arbeiten. Okay, bevor ich mir jetzt meine Klebestreifen löse, werde ich mir, jetzt muss ich kurz schnell überlegen, klebe mir so auf, ja, genau, lege ich mir jetzt da, gebe ich mir jetzt da gerade noch ein bisschen einen Flüssigkleber drauf, weil ich einfach auch gern möchte, dass das Designerpapier da flächig sich auch noch anklebt. Also da bin ich jetzt eher großzügig mit Kleber. Und löse mir dann gerade noch schnell die Klebestreifen runter, also die Trägerstreifen. Und dann gebe ich das auf mein Designerpapier drauf. So kann da jetzt der Kleber schon ein kleines bisschen in die Graupappe einziehen. Ihr könnt aber natürlich auch zuerst die Klebestreifen lösen und erst dann Flüssigkleber drauf da. Das ist, wie es euch besser taugt. Wie es euch besser von der Hand geht, sozusagen. Okay. Upsa.
du musst auch noch weg. Und dann lege ich mir das ganze Ding drauf, aber so, dass rundherum noch, ja, 1,5, 2 Zentimeter Luft bleiben. Also, dass ihr da ein bisschen ein Spiel habt. Wir brauchen das dann, weil wir das ganze Ding ja einschneiden. Und dann fahre ich da mit dem Falzbein auch einmal kräftig drüber. Gerne dann auch von oben nochmal, damit sich das Ganze wirklich schön bündig anklebt. Die Edith fragt nochmal, wie denn die Schablonen für die Boxen ausgeschnitten werden, mit oder ohne Linie. Edith, dazu kommen wir im nächsten Video. Das hängt nämlich tatsächlich ein bisschen davon ab, was für eine Stärke Sie von der Graupappe verwendet haben und wie das Ganze dann wird, wenn es zusammengeht. Baut wird. Wir machen jetzt heute mal einfach die Grundvorbereitung für das Gerüst. Das Gerüst bauen wir das nächste Mal miteinander zusammen und da wird sich dann rausstellen, anhand der Öffnungen, die überbleiben, ob man die Schablonen mit oder ohne Linien zuschneidet. Ja, das kann ich im Vorfeld so einfach nicht sagen, weil ich gern hätte, dass die Schachtel da wirklich schön reinpassen. Und deshalb mag ich aber lieber zuerst das Gerüst fertig haben, dann kann man sich da besser orientieren. Gut, jetzt brauchen wir eine große Bastelschere und schneiden da einfach mal rundherum so in etwa das Papier ab, dass es in etwa gleichmäßig ist. Wobei jetzt das nicht ganz heikel ist, ob es wirklich ganz, ganz gleichmäßig geschnitten ist oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Wichtig ist nur, dass ihr das Papier, dass ihr genügend habt, dass ihr schön über die Kante dann drüber kommt. Den Teil behalte ich mir natürlich auf, das geht nur für alles Mögliche gut zum Verarbeiten. Ja, das lasse ich mir als Ganzes so und gebe mir das in meine Folie wieder rein. Gut, wenn wir so weit sind, dann knicken wir uns als erstes einmal alle Linien durch. Und das Durchknicken geht für mich am allerbesten, indem ich es einfach auf mein Papier draufstelle und einmal so drüber knicke. Und das mache ich über alle Ecken. Ihr seht schon, das lässt sich da wirklich sehr, sehr schön der Kante entlang knicken. Und das mache ich über alle Ecken oder Flächen, wie auch immer man das nennen will. Birg mir das Ganze aber wieder auf, bevor ich die nächste Fläche drüber biege, sozusagen. Also ich mache mir das immer wieder auf, bevor ich es beim nächsten drüber streiche oder knicke, wie auch immer man das nennen möchte. Zwei noch. Und das letzte. Gut. Es wird sicher versierte Albumbastler geben, die sagen, oh, aber das macht man eigentlich anders oder das macht man eigentlich so oder so. Ich kann euch nur meine Art zeigen, es zu machen. Wenn ihr öfter Graupappe bezieht, habt ihr vielleicht noch den einen oder anderen Kniff, dann macht es einfach so, wie ihr das immer macht. Also das ist kein Muss, es auf meinen Weg zu machen. Ich zeige euch einfach nur, wie ich es halt für mich angehe. Gut, jetzt sieht man da vor Ort sehr schön die Knicke. Ihr werdet es jetzt über die Kamera wahrscheinlich schlecht bis gar nicht sehen, aber wenn ihr das vor euch liegen habt, seht ihr genau, wo diese Knicke sind. Und anhand dieser Knicke, jetzt gerade mal schnell schauen, ich werde euch da jetzt gerade mal einen markieren, dass ihr das gut seht auch. Ich versuche da mal diesen Knick möglichst gut zu treffen. Der ist einmal da und einmal da. So laufen also da jetzt diese Knicke drüber. Und anhand dieser Knicke schneide ich jetzt mit meiner Bastelschere, lasse aber in etwa ja, 2 mm daneben stehen, so ungefähr. Ich lasse also auch da, schneide da sozusagen eine runde Ecke. Und lass da ein kleines bisschen mehr stehen. Wir brauchen da wirklich ein bisschen Spiel von der Ecke darüber, damit es uns da auch über diese Ecke dann schön drüber geht, das Designerpapier. Würden wir nämlich da ganz an diese Kante herschneiden, dann haben wir ein Problem mit dem Drüberknicken über die Ecke. Da wird man immer da die Ecke sehen, die Graupappe, und das wollen wir natürlich nicht. Von daher werde ich mir das jetzt gerade mal da rundherum schneiden und ich werde jetzt gerade mal geschwind alle markieren,
weil ich mich dann tatsächlich auch mit dem Licht ein bisschen leichter tue, das zu sehen, wo ich entlang muss. Das ist nämlich, wenn man alleine bastelt sozusagen, dann hat man meist ein ganz ein kleines bisschen einen anderen Lichteinfall und arbeitet vor allem meistens körpernäher, als wenn ich es übers Video zeige. Ihr müsst euch das nämlich so vorstellen. Beim Videodrehen ist ja so quasi meine Halterung von dem Handy, von der Ringleuchte, ist auf der Gegenüberseite oder gegenüber von meinem Tisch geht diese Leuchte hoch. Jetzt ist mein Ring ziemlich in der Mitte, aber das Handy ist eher Richtung weiter Tischkante. Das heißt, zwischen mir und der Kante von dem Block, also zwischen der Tischkante und der Kante vom Block, sind in etwa 15 cm. Das heißt, ich arbeite relativ weit weg von meinem Körper und kann es natürlich dann im Video immer schlechter sehen, was normalerweise überhaupt kein Problem ist. Ich bin da schon ziemlich geübt. Aber wenn es dann um so Dinge geht, dass man Falzrillen sehen soll, dann wird es schwierig. Also dann muss man manchmal sich einfach mit ein bisschen Striche helfen. So mal ein kleines bisschen behind the scenes sozusagen erzählt, wie es uns da so geht mit den Videos. Es geht übrigens meine Mädels auch so. Dieses Problem unter Anführungszeichen haben wir fast alle. Und wir wollen natürlich nicht ständig unseren Kopf in die Kamera halten. Von daher sind wir alle ein bisschen schräg beim Basteln, wenn wir Videos drehen. Das ist manchmal ein bisschen speziell, nennen wir es einmal so. Gell, Daniela? Daniela schreibt gerade, oh ja. Das ist manchmal herausfordernd. So, ihr Lieben. Einmal noch rum. Gut, das waren also jetzt diese Ecken. Das geht also alles relativ ratzfatz dahin. Und gerade mit den Schnittmuster, die ihr von mir gekriegt habt, 2010, da ist das Basteln von dem Adventkalender, geht da wirklich, wirklich richtig gut. Also die 17 Euro, die zahlen sich meiner Meinung nach wirklich aus zu investieren. So, da mache ich es jetzt ganz gleich. Also ich reiße mir das Ganze wieder schräg ab. In dem Fall jetzt entlang meiner Schnitte ziemlich. Und setze mir da entlang der Kante wieder entlang der Kante des Designerpapiers, das ich rausbringe, setze ich mir wieder meinen Kleber auf und auch da seht ihr wieder schön. Man kann da natürlich super mit diesen schrägen Kanten immer wieder gegenüber sehr gut arbeiten. Funktioniert das super. Einmal da, einmal da. Das bringt ein bisschen Abwechslung noch rein ins Bastelvergnügen. Okay, da haben wir noch eine, die noch beklebt gehört. Und das letzte ist dann da. Gut. Damit haben wir rundherum schon wieder unser doppelseitiges Klebeband aufgetragen. Wo habe ich mein Falzbein angebaut? Da. Das drücke ich mir jetzt alle Seiten mit dem Falzbein gut an. So. Dann löse ich mir da auch schon die ersten beiden Klebeflächen. Gib mir bei denen ganz ein kleines bisschen Dombo rein, da braucht es jetzt nicht ganz so viel. Da reicht ein bisschen. Und dann birge ich mir das Ganze rauf, nimm mir da mein Falzbein zur Hand und knick mal das erste drüber. Wichtig, das mache ich jetzt wirklich nur beim ersten, dass ich es drüber knicke. Streife mir das einmal gut an. Und jetzt zoome ich euch ein bisschen näher. Und zwar drücke ich mir jetzt mit dem Falzbein an dieser Kante das Papier gerade einmal rein. Also drückt euch da wirklich das da rein, dann könnt ihr es auch nach außen ein bisschen glatt streifen. Das darf da auch ruhiger so ein bisschen einen Knick machen, das ist gar nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass es da einmal reingedrückt ist. Und erst dann, jetzt muss ich gerade schauen, ob ich noch im Bild bin, weil ich habe euch jetzt ziemlich reingezoomt. Genau, ein bisschen noch retour drehen. Erst dann schiebe ich mir das Ganze oder drücke ich mir das Ganze auf der Seite nach oben und drücke es jetzt fest. Und durch das, dass wir das da jetzt so quasi reingeknickt haben, haben wir jetzt, jetzt hole ich auch gerade ein bisschen wieder raus, weil sonst ist das, glaube ich, echt richtig unangenehm zum Schauen.
Dadurch haben wir jetzt da eine wunderschön überzogene Ecke. Seht ihr das? Da kriegt man richtig eine schöne Ecke zusammen. Das ist einfach nur der eine Kniff, dass man da an dieser Stelle, bevor man das nach oben biegt, einmal da mit dem Falzbein entlang drückt und da ein bisschen rausstreift. Okay. Stimmt, Helga. Gutes Licht ist beim Basteln immer wichtig. Sonst macht man sich die Augen kaputt. Gut. So, dann sitzen wir auch da. Wieder ein bisschen dran. Wir drücken da runter, von da einmal ein bisschen nach oben. Und dann klappe ich mir meine Kante ein und kann das da schön entlang streichen. Dasselbe machen wir da auch. Ziehen uns wieder den Streifen weg. Ein bisschen Flüssigkleber drauf. In dem Fall wirklich mit Maß und Ziel einen Flüssigkleber verwenden. Sonst habt ihr nämlich dann im Endprinzip da draußen ein Gebatze und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht den Kleber rausdrücken. So. Und so arbeiten wir uns einfach rundherum. Und knicken. Und durch das, dass wir da schon ein doppelseitiges Klebeband drauf haben an der Kante, hält uns das Papier natürlich sofort ganz wunderbar fest. Also das ist wirklich eine Hilfe, da doppelseitiges Klebeband zu verwenden. Also bei solchen Projekten, da liebe ich unser doppelseitiges Klebeband echt total. Ich mag es zwar sonst auch gern, aber gerade bei den Dingen, da ist es, finde ich, ein absolutes Must-have. Zweimal noch, dann haben wir es geschafft. Gibt es eigentlich jemand, der heute direkt mitbastelt oder seid ihr alle mehr oder weniger beim Schauen? So, bei der letzten Lasche, da macht ihr dasselbe, nicht nur von einer Seite, sondern auch von der anderen Seite. So, auch da reindrücken und anknicken. Und dann kann man auch den letzten Teil einschlagen. Ah, siehst du, die Bernadette werkelt mit. Sehr schön, Bernadette, das freut mich. Gut, okay. Und so haben wir jetzt eigentlich in kürzester Zeit das wirklich wunderschön überzogen. Wichtig ist natürlich noch, oh, die Karin bastelt auch mit und die Agneta auch mal. Ihr seid ja ganz mutige Mädels. Sensationell. Gut, für alle, die nachbasteln, wenn ihr Designerpapier mit Musterverlauf habt und ihr euch ist wichtig, dass der Musterverlauf in einer ja, geradeaus drüber läuft, dann müsst ihr natürlich ganz am Anfang, wenn ihr das aufklebt, an der Kante unten euch mit Muster arrangieren sozusagen. Ich persönlich finde es jetzt gar nicht ungeschickter, wenn man ein Muster hat, das keinen bestimmten Verlauf hat, weil ja die Pyramide von alle Seiten immer wieder gedreht wird. Speziell, wenn ihr die Pyramide dann nach der Adventszeit nur als Aufbewahrungspyramide verwenden wollt, also wo man einfach einmal ein bisschen Klimbim reinstellt oder wie auch immer, das ist ja das Feine an der Geschichte, dass man sie auch unterm Jahr eigentlich verwenden kann, wenn man möchte, dann macht es total Sinn, dass man sich ein neutraleres Muster aussucht und vor allem ein Muster, was ja so rundum ein bisschen Muster hat sozusagen. Gut, okay. Jedenfalls genauso wie ich den Boden jetzt euch gezeigt habe, so könnt ihr alle anderen zwei Böden, also beziehungsweise alle drei Böden werkeln. Jetzt braucht man natürlich da unten noch den Farbkarton, damit wir einen schönen Abschluss haben. Weil ich persönlich auch, wenn man die Unterseite dann im Endprinzip nicht sieht, aber das gefällt mir so nicht. Das muss da schon nur einen schönen Abschluss haben. Und da kommen wir jetzt wieder an den Punkt, wo wir ja da schon mal die Grundplatte aufgelegt gehabt haben. Und da schneiden wir uns das Ganze jetzt einmal schön aus. Also da schneide ich einfach einmal rundherum. Dann müssen wir aber bedenken, dass natürlich das jetzt größer ist oder fast gleich groß wie unsere Platte ist sozusagen, weil wir ja außenrum gezeichnet haben. Das heißt, wir werden da wirklich rundherum
Nur ein kleines bisschen Farbkarton wegschneiden. Ich finde aber trotzdem, dass es so die einfachste Variante ist und man hat es halt genau so, wie es dann dazu passend ist. Also wenn ich mir das jetzt auf meine Platten drauflege, dann stimmt es einfach rundherum total gut. Es ist jetzt wirklich ziemlich gleich groß. Und ziemlich gleich groß finde ich, ist jetzt auch nicht so ideal, weil ich will ja auf gar keinen Fall, dass irgendwo so wie da jetzt zum Beispiel ein bisschen grün drüber steht. Das tät mich total stören. Und von daher nehme ich mir dann lieber das grob ausgeschnittene Muster, lege mir das Ganze an und lege mir es einfach bei der dunklen Kante so quasi am Ende an und schneide mir einfach einmal rundherum alle Seiten einmal an der Stelle ab. Dann habe ich rundherum um 2 mm eingekürzt. Und dann dürfte das eigentlich richtig, richtig gut passen. Jetzt muss ich da gerade mal schnell eine gute Klinge eingeben, weil sonst wird das da nichts mehr rein. Das ist ja meine Schneideklinge sozusagen von der Graubappe. So, einmal gute Klinge. Jetzt haben wir noch lauter so kleine Wurzeln und das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Tja, das fühlt sich gleich ganz anders an. Und dann muss ich natürlich auch noch aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel abschneide. Also nicht so quasi 9-mal abschneiden anstelle von 8-mal verlautert, dass ich mit euch plaudere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2-mal noch dem noch. Zweimal noch. Okay. Na, passiert euch das auch manchmal, dass wenn man ganz wenig abschneidet, dass sich das dann im Papierschneider verheddert, das Papier? Und das da wieder rausfriemeln. So, und das letzte Mal. Gut, damit sollte man jetzt eigentlich ganz eine wunderschöne Abdeckung haben, die rundherum sogar ein kleines bisschen kleiner ist. Ich würde mal sagen, das schaut ganz gut aus, oder? Was sagt ihr? Denke mal, das ist doch ganz okay so. Nicht ganz gleichmäßig rundherum, weißt du gar nicht warum? Glaube ich, schneide da noch einmal. Habe ich das vergessen? Habe ich einmal zu wenig geschnitten? Möglich wäre es. Möglich wäre es, möglich wäre es. So, schauen wir nochmal. Sollte das schöner sein? Ja, schaut doch gleich viel besser aus. Und genauso klebe ich mir das jetzt drauf. Und das mache ich jetzt aber einfach nur mit Dombo. Gerade mal da, wo die Wurzeln sind vom alten Schneiderklinge, die werde ich jetzt einfach so nach innen reinstreifen sozusagen. Und dann geben wir uns da jetzt schön Dombo drauf. Schön der Kante entlang. Und dann können wir das da wunderbar aufsetzen. Wer möchte, kann da natürlich auch wieder doppelseitiges Klebeband verwenden. Aber mir reicht da in dem Fall wirklich der Dombo. Das ist ja eine rein optische Verschönerung sozusagen. Das sollte mit dem Dombo super funktionieren. Gut, ich finde, das schaut gut aus. Mal schnell die Finger abwischen, weil ich bin natürlich wieder reingefahren in den Kleber. Sonst haben wir den dann überall, wo wir ihn nicht haben wollen. Ha. Die Susanne ist gerade dazu gekommen. Susanne, wir haben ihr Video von gestern schon hochgelobt. Also wir, ich. So. Okay. Und jetzt streife ich mir da noch einmal drüber. Und so kann das jetzt wunderschön ankleben. Und jetzt haben wir wirklich einen ganz perfekten Boden. Und was natürlich ein riesen Bonus auch noch ist, an dem, dass es zum einen natürlich wunderschön überzogen ist, ist, dass das natürlich auch nochmal den Boden super verstärkt. Klarerweise, nicht? Also jede Schicht Papier, die da drauf ist, macht das Ding natürlich ein bisschen stabiler noch. Gut, und genauso bitte macht ihr eure anderen Böden auch. Punkt 1, und das ist dann auch die Hausaufgabe bis Donnerstag, dass alle drei Böden fertig sind. Gut. Dann gehen wir zum nächsten Teil und der nächste Teil ist unser Seitenteil. Beim Seitenteil, wie gesagt, habe ich euch die Linien stehen lassen, weil beim Seitenteil nicht so wirklich tragisch ist,
Ob dieser Millimeter länger oder breiter ist, das spielt beim Seitenteil nicht die Riesenrolle. Und da nehme ich mir jetzt das Reststück, genau, da geht das wunderbar noch raus. Das ist also jetzt der Teil, jetzt mal, mal schauen, kriege ich sogar zweimal raus, schaut euch das an, da werden wir ganz platzsparend arbeiten. Da nehme ich mir jetzt gleich den kleineren. Das ist also, sind jetzt die Abschnitte vom Bodenteil, wenn ihr euch erinnern könnt. Und da verwende ich das jetzt gleich, lege mir am rechten Winkel diese Schablone an. Schau also, dass die da wirklich gut passt. Und zeichne mir dann da wiederum gerade den rückwärtigen Teil ein. Und die obere Kante. Wichtig ist, dass wie ihr die Schablonen verwendet, dass ihr die immer gleich verwendet. Bei allen Teilen. Also einfach schön anlegen und dann immer bei alle gleich machen. Okay, so schaut also das gute Ding jetzt aus. Und auch das schneide ich mal wieder mit dem Papierschneider zu. Ich muss jetzt gerade schnell Klinge wechseln, damit man da mal die retten. Gibt man natürlich wieder die alte Klinge rein, weil das natürlich für den Teil jetzt super gut funktioniert. Und ich werde mir da oben, wenn ich gerade so ein ganz mini kleines Stückchen habe, dann schneide ich mir das durchaus auch einmal mit der Bastelschere weg. Wenn ihr eine gute Bastelschere habt, dann funktioniert das einwandfrei. Also mit unserer ehemaligen Stampin'-Up-Schachtel ist das, geht das, Stampin'-Up-Schachtel, Stampin'-Up-Schere, geht das wunderbar. Und jetzt sehe ich ja wieder ganz schön, wo da und da die Kante ist. Hätte ich da jetzt mehr Spiel gehabt, dann würde ich es mit dem Papierschneider zuerst oben abschneiden, so dass das kleine Stückchen schön im rechten Winkel ist. Gut, dann lege ich mir das Ding da rein. Achte auch da wieder drauf, dass diese schwarze Linie bei beiden Punkten schön in der Mitte von der Schneiderille ist. Ich muss es gerade ein bisschen weiter runterholen, damit ich es da oben auch erkennen kann. Und hoffe, dass ich es gut erwischt habe. Und dann schneiden wir das Ganze durch. Ja, schaut gut aus. Und das ist also jetzt schon mal fertig zugeschnittener Seitenteil. Also der kann genauso bleiben. Übrigens, wenn das da so an der Kante ganz ein kleines bisschen noch franselt, weil natürlich die Klinge jetzt die ganze Graupappe nicht schafft durchzuschneiden, dann ist das gar nicht schlimm, weil wir da sowieso mit dem Farbkarton drüber gehen. Gut, diese Teile, diesen Seitenteil braucht ihr achtmal. Also achtmal den Seitenteil zuschneiden. Deshalb würde ich auch unbedingt raten, zuerst mit den Böden zu beginnen, weil ihr dann eben aus den Reststücke die Seitenteile zuschneiden könnt. In meinem Fall überziehe ich mir die Seitenteile mit derselben Farbe, wie ich mir die Unterteile von den Böden überziehe, weil ich einfach meinen ganzen Aufbau, so wie bei meinem rosaroten, in derselben Farbe haben möchte. Das ist aber Geschmackssache. Wenn ihr sagt, ich möchte gern, dass meine Träger oder meine Ständer, meine Seitenteile von dem Gerüst in verschiedene Farben sind, dann könnt ihr natürlich auch da die Farben ohne weiteres wechseln. Könnt ihr zum Beispiel vier verschiedene Farben nehmen und von jeder Farbe zwei Stück machen, zum Beispiel. Also das ist Geschmackssache. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Ich mag gern, wenn das alles in einer Farbe ist. Ihr wisst ja, ganz quietschig bunt ist meistens nicht so meins. Gut, so. Dann werden wir jetzt auch bei dem Teil wieder doppelseitiges Klebeband aufbringen. Und zwar in dem Fall mache ich mir das Ganze jetzt rundherum. Ich fahre also an allen Kanten entlang mit dem doppelseitigen Klebeband. Fahre mir da rundherum. Wenn es nicht schön abgerissen kriege, ist das jetzt auch kein Problem. Dann werden wir es da einfach ein bisschen drüber stehen lassen. Fahren wir da an der Kante entlang, fahren wir da rauf. Und da oben, das passt so. Also da gebe ich jetzt nicht nochmal extra Kleber drauf. Das ist so okay. Und das mache ich auf der anderen Seite ganz genauso. Also auch da gebe ich auf der Rückseite doppelseitiges Klebeband drauf. Fahren wir da bis ganz nach oben.
der Schräge entlang und einmal unten die Verbindung. Okay. Gut. Wie gesagt, den Teil braucht ihr 8 Mal. Gut andrücken wieder. Das doppelseitige Klebeband, das ist immer ganz wichtig, weil dann verklebt sich es richtig gut mit dem Untergrund. Und es lässt sich dann auch die Trägerfolie leichter hochheben. Wichtig ist jetzt, wenn ihr jetzt weiterarbeitet, dass ihr an dieser Geraden oder an dem rechten Winkel das doppelseitige Klebeband löst, das ihr auf eurem Papier am unteren Ende auf der linken Seite hinlegt. Also ich würde es jetzt nicht da lösen, sondern ich würde es auf der hinteren Seite, auf der rückwärtigen Seite lösen. Möglichst schauen, dass sich da das Papier nicht zu sehr aufmacht. Und wenn euch das passiert, so wie bei mir jetzt da, das passiert nämlich gern bei Graupappe, dass sich die da aufschält, so quasi gleich den ersten Teil löst, dann gebe ich da gerade einen Tropfen Dombo rein. Verstreiche mir den da drinnen ein bisschen und dann verklebt sich das auch wieder schön miteinander. Gut. Und jetzt setze ich mir das wirklich schön bündig da an meine Kante her. Das sollte mit dem rechten Winkel wirklich recht gut passen. Wichtig ist vor allem die untere Seite, dass es an der unteren Kante schön passt. Das ist noch entscheidender, als ob es da gut passt. Aber wenn ihr im rechten Winkel vorher schön zugeschnitten habt und auch dann beim Ausschneiden schön darauf achtet, dass das immer im schönen rechten Winkel liegt, dann stimmt euch das da ganz genau. Also von der Schablone her, vom Schnittmuster, stimmt es wirklich optimal. Da müsst ihr einfach schön arbeiten. Okay, ich bin eigentlich doof. Jetzt habe ich mir da rum die Kante noch nicht gelöst. Also das Papier noch nicht abgezogen. Das hätte ich natürlich noch machen sollen. Aber verlauter, dass mich das irritiert hat, dass sich das jetzt da gelöst hat. Habe ich das vergessen? Jetzt muss ich das da rausfriemeln. Sollte natürlich nicht passieren, aber naja, so ist das eben, gell? Auch uns passieren einmal Fehler. Und dann muss man sich da ein bisschen mehr ablagen, als es normalerweise notwendig wäre, wenn man gescheit mitdenkt hätte. Okay, so, ist jetzt kein Weltuntergang. Passt. Gut, damit drücke ich mir das gute Ding an. Von daher ist einmal zuschauen auch kein Riesenfehler. Da könnt ihr meine Fehler so quasi nicht machen. Gut, jetzt ist es so, dass wir da Farbkarton haben. Und Farbkarton ist ein bisschen, wie soll ich denn sagen, hängt ein bisschen von der Farbe ab, wie gut es sich ohne Falzrille knicken lässt. Um also hier kein Risiko einzugehen, rate ich dazu, eine Stempel- und Perforiermatte drunter zu legen, den Seitenteil so aufzulegen, dass er wirklich als Ganzes auf dieser Stempel- und Perforiermatte liegt. Dann nehmt euch das Falzbein und fahrt einmal da entlang und drückt ein kleines bisschen den Karton ein. Also so, dass da ein kleines bisschen Rille entsteht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Aber es ist jetzt da ganz eine kleine, an der Kante entlang, so quasi eine Falzrille entstanden. Achtung, nicht zu fest drücken, dass euch den Karton nicht bricht. Ich glaube, auf der Rückseite sieht man es jetzt auch ganz schön. Aber es ist ganz geschickt, wenn da schon einmal so eine Falzkante ist. Und dann könnt ihr euch entlang dieser Falzkante natürlich jetzt ganz super den Farbkarton drüber drücken. Da heroben wird es ein kleines bisschen biegen. Das ist aber gar nicht dramatisch, weil wir das sowieso wegschneiden. Das heißt, jetzt fahre ich da einmal mit dem Falzbein drüber und streiche das nach oben einfach aus. Aber so habt ihr da einen ganz wunderschönen Übergang, ohne dass euch da der Farbkarton bricht. Also einmal entlang vom Falzbein macht wirklich Sinn. Gut, und wenn das soweit gemacht ist, dann öffne ich mir das ganze Teil wieder. Gib mir jetzt vorsichtig die doppelseitige Klebeband Schutzding runter. Und zwar diesmal bitte alle drei, nicht so wie ich vorher nur die zwei, alle drei runterlösen. Und dann gebe ich mir auch noch ein bisschen ein Dombo drauf. Das wäre übrigens auf der Rückseite auch geschickt gewesen und habe ich eigentlich vorgehabt.
Ist jetzt keine Tragödie, aber bei alle anderen macht ihr bitte auch ein bisschen einen Flüssigkleber auf beiden Seiten rein. Dann geben wir uns das Ganze drüber, drücken uns das Ganze fest, fahren da auch nochmal mit dem Falzbein drüber, auf der Rückseite natürlich auch. Und wenn das gemacht ist, dann könnt ihr das ganz wunderbar mit einer größeren Bastelschere entlang dieser Kante einfach abschneiden. Den Teil verschmeiße ich, den Teil bewahre ich mir auf. Daraus könnte nämlich sein, dass sich noch das eine oder andere kleine Schachtel zum Beispiel rausschneiden lässt und so weiter. Also diese Teile bitte aufbewahren, die braucht man noch. Und da oben seht ihr jetzt genau, wo Ende ist vom Steher sozusagen. Und da, wo Ende ist, knickt euch das einfach einmal so ein bisschen drüber. Dann könnt ihr euch nämlich da gerade mit der Schere einmal abschneiden. So darf das dann ausschauen. Das sind also unsere Seitenteile. Und die Seitenteile bereitet euch bitte genauso 8-mal vor. Auch das ist Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, also bis Donnerstagabend. Wenn ihr das jetzt zeitlich nicht schafft, dann ist es im Prinzip auch kein Problem. Ihr könnt ja jederzeit das Video dann am Donnerstag ja auch wieder zum späteren Zeitpunkt schauen. Also es gilt jetzt nur für die, die direkt mit mir gleich wieder weiter basteln wollen. Also 8-mal den Seitenteil. Gut, und dann werden wir uns jetzt für heute als letztes noch die Pyramidenspitze vorbereiten. Bei der Pyramidenspitze habe ich es bei meinem Prototypen, wenn man so möchte, also bei meinem ersten Adventkalender habe ich mir die Pyramidenspitze in Designerpapier ausgeschnitten. Ich möchte jetzt bei meinem zweiten Teilchen, gerade schnell die Kartone auf die Seiten geben, bei meinem zweiten Adventkalender möchte ich jetzt gerne die Spitze aus Farbkarton haben und dann mit Designerpapier bekleben. Das ist also jetzt Geschmackssache, wie ihr das lieber wollt, ob ihr das Ganze mit einem Designerpapier als komplette Kuppel abschließen wollt oder ob ihr sagt, eigentlich gefällt mir besser, wenn das ganze Ding einmal in einer Farbe ist und ich beklebe es mir im Endprinzip dann mit einem Designerpapier passend. Ich mache jetzt extra diese Variante, damit man ein paar die Varianten gesehen hat. Und für das schneide ich mir auch da wieder die Schnittmuster zu. Wie ich es euch schon gesagt habe, habe ich da an der Kante und an der Kante den Stift stehen lassen sozusagen und habe nur herunten den Streifen oder diesen schwarzen Strich weggeschnitten. Gut. Und da werde ich mir das Ganze jetzt mit der Kante an der Seite, wo ich quasi nicht die Klebekante habe, wenn ich so will, lege ich mir das Ganze jetzt da bündig an. Schaue jetzt, dass das da wirklich schön sauber an der Kante wirklich liegt, von oben bis unten. Und dann, und das würde ich Ihnen auch raten, klebe mir das Ganze mit wenig klebendem Dixo an zwei Stellen fest. Das finde ich deshalb wichtig, weil es im Endprinzip da drauf jetzt wirklich ein bisschen halten soll. Und zwar deshalb zum einen schneide ich mir direkt mit dieser Schablone drauf, einmal zumindest diesen Seitenteil zu. Also ich schneide mir da an der Klebelasche entlang schon einmal runter. Und dann ziehe ich mir da schon einmal meine Falzrillen. Ich finde, dass das so wesentlich leichter geht, wenn da jetzt die Schablone fixierterweise drauf ist. Ihr könnt es auch gerne zur Sicherheit einmal da dick so drüber geben, ein wenig Klebendes und einmal da an der Stelle. Ist kein Fehler, wenn ihr euch das einmal drüber macht. Und jetzt gebe ich mir das Ding da drauf. Jetzt braucht man ein langes Lineal. Ich habe euch schon gesagt, Geodreieck ist ideal. Ihr könnt aber jedes lange Lineal nehmen, weil ihr ja die Schnittmuster ohnehin habt. Leg mir das jetzt so her, dass ich den schwarzen Strich vor der Kante vom Geodreieck liegen habe. Ihr müsst auch immer denken, wenn ihr da jetzt mit dem Falzbein entlang fahrt, dann soll die Kugel wirklich auf dieser schwarzen Linie entlang fahren. Also nicht oberhalb und nicht unterhalb, sondern wirklich diesem schwarzen Strich entlang. Das heißt, legt es euch so hin, dass es da an dem
an der Stelle, wo der Strich ist, auch wirklich bündig schön auflegt. Also nicht irgendwo über eine Kante drüber. Und legt es euch auf jeden Fall so hin, dass ihr unten und oben zuerst probiert, ob die Falzkugel schön Platz hat. Also, dass ihr da wirklich dann mit der Falzkugel auf diesem Strich seid und nicht eben daneben. Und wenn das oben und unten passt, dann könnt ihr euch da drüber fahren mit ein bisschen Gefühl. Drückt es einmal am Anfang nicht allzu fest. Ihr könnt euch das Ding umdrehen und wenn ihr hinten einen ganz einen leichten Abdruck seht, weiß jetzt gar nicht, ob das über die Kamera rumkommt, aber man sieht da in Natura einen ganz einen leichten Abdruck. Wenn ihr das seht, ist schon okay. Es darf aber ruhig ein bisschen mehr noch sein, man darf es ruhig ein bisschen besser sehen, aber drückt es nicht allzu fest, weil wenn man allzu fest drückt, speziell beim Designerpapier, dann passiert es gern, dass das Papier bricht und das wäre natürlich schade. Also, ich würde mal sagen, wenn man es so sieht, ich hoffe, das kommt jetzt rüber, muss man mal schnell schauen. Wenn man so in etwa sieht, die Falzrille, das ist echt ausreichend. Das passt. Damit könnt ihr es dann richtig schön knicken. Und das mache ich jetzt an allen Falzrillen. Das heißt, da nehme ich mir wirklich auch wieder die Zeit, das schön zu überprüfen, dass unten das Kugel und oben das Kugel schön auf diesem Strich ist. Und fahre mir da zwei, dreimal entlang, so bis ich das Gefühl habe, ja, so soll es in etwa passen. Schieb wieder nach, setze mir das da wieder drauf und fahre mir da wieder entlang. Lasst euch da wirklich Zeit, lasst euch nicht stressen. Es ist so wichtig, je schöner ihr arbeitet, desto mehr Freude werdet ihr im Endprinzip mit eurem Kalender haben oder mit eurer Pyramide. Und so soll es ja auch sein. Dass man wirklich dann sagt, boah, das schaut jetzt aber echt gut aus. Ne? Wir sind ja in Ruhe beim Basteln und nicht beim Huddeln sozusagen. Und durch das, dass wir es uns da schön fixiert haben, passiert jetzt auch nichts, dass man sich das irgendwie verschiebt. Also das empfinde ich so jetzt wirklich fein. Besser, als wenn man es zuerst zuschneidet und dann nochmal auflegen muss, weil dann ist es, rutscht es immer ein bisschen. Und so hält euch das richtig gut fest. Es ist ein richtiger angenehmes Arbeiten. Ich hoffe, dass euch diese kleinen Tipps dann bei eurem Basteln richtig gut weiterhelfen. Und ihr dann ein richtig schönes Ergebnis habt im Endprinzip. Und zufrieden seid. Und sagen könnt, wow, da habe ich aber heuer echt was Schönes gebastelt. So, wenn ich alle Riegel durchgezogen habe, dann sollte das in etwa so ausschauen. Ich hoffe und glaube, dass man das jetzt ganz gut erkennen kann, gell? Ja, sieht man jetzt auch über die Kamera schön. Okay, und wenn das gemacht ist, dann kann ich jetzt entlang dieser Schablone einmal mit der Schere einfach entlang drüber schneiden. Und da könnt ihr euch wirklich richtig schön an der Schablone orientieren. Das müsste ganz, ganz, ganz perfekt dann im Endprinzip passen. Gut festhalten natürlich, speziell dann, wenn ihr das abgeschnitten habt. Und so schaut jetzt das gute Ding aus. Und da habt ihr dann wirklich auch den Teil in 0, nix. Habt ihr da die Pyramidenspitze dann so quasi gebastelt, dann braucht es auch gerade noch das wenig klebende Dixolösen an der Rückseite. Dann sollte das sehr gut hinhauen. So, die Schablone könnt ihr euch natürlich aufbewahren. Die geht ja für nur einen zweiten, dritten, vierten Kalender auch zum Basteln. Und jetzt könnt ihr auch da schon einmal mit einem doppelseitigen Klebeband entlang fahren. Obwohl ich würde vielleicht zuerst einmal da vorsichtig knicken. Immer so ein bisschen über die Finger knicken, ihr wisst ja. Das geht dann natürlich noch ein bisschen schwer mit dem mit dem V-Karton. Aber wir kriegen das hin. So. Okay, einmal geknickt. Man kann einmal schön noch streifen. Und jetzt sieht man sehr, sehr schön, wo
die Faltrille ist und da kann man vorher noch mit dem doppelseitigen Klebeband schön entlang fahren und dann habt ihr das schön auf eurer Klebelasche schon nochmal drauf. Und dann passt das. Hinten schneiden wir es uns einmal ab. Sehr gut. Okay. Gut. Und so kann man jetzt wirklich jede Sequenz vorsichtig knicken. Und mit dem Papierfalter schön drüber streifen. Und auch da nehmt euch die Zeit, schaut, dass es wirklich schön drüber drückt um die Ecke. Und arbeitet einfach so, wie ihr euch am leichtesten tut. Okay, wichtig ist auch noch, wir werden die Pyramidenspitze heute noch nicht zukleben, so die müssen wir wirklich erst vorbereiten, weil in meinem Fall speziell jetzt, wo ich das Ganze mit Farbkarton gebastelt habe, möchte ich da natürlich aber schon dann schön Designerpapier noch drauf haben. Und das Designerpapier ist natürlich zum Draufkleben viel, viel einfacher, solange das noch nicht rundherum zugeklebt ist. Ihr könnt ruhig schon einmal probieren und werdet sehen, ihr habt da dann eine ganz schöne Pyramidenspitze. Wenn das da nur ein bisschen zu sehr in Weg umgeht für da rein, also das tut in meinem Fall, dann werden wir uns das dann da noch ein bisschen schmäler schneiden, aber das schauen wir uns alles in Ruhe nächste Woche an. Für diese Woche möchte ich euch gerade noch schnell sagen, Designerpapier da drauf geht für meine Begriffe am leichtesten, indem ihr euch da eine Sequenz rausschneidet. Also in dem Fall schneide ich mir jetzt einfach da einmal eine Sequenz runter. Das ist dann so quasi meine Schablone fürs Designerpapier. Und auch diese Schablone fürs Designerpapier wäre ja jetzt ganz, ganz bündig. Also das würde so ja nicht gut funktionieren. Das heißt, an der Stelle werde ich mir jetzt die Seitenteile genauso wie vorher in den Papierschneider reinlegen, lege mir diese Kante wieder da an dieser dunkleren Begrenzung vom Papierschneider an, schaue, dass das da wirklich richtig schön hält, gib meine gute Klinge, jetzt muss ich wieder Klingen tauschen, in den Papierschneider rein, schiebe mir den nach oben, weil ich die Spitze unten habe, mache mir den zu, halte mir das gut fest, und fahr da einmal runter. Da ist allerdings wirklich wichtig, dass ihr eine gut schneidende Klinge habt, damit ihr da echt ein schönes Ergebnis habt dann. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite, in dem Fall jetzt von unten nach oben. Auch da lege ich mir das wieder richtig schön an dieser dunklen Kante entlang an. Schau, dass das da richtig schön passt. Halt mir es an der Stelle da draußen gut fest. Schließe das Teilchen, kriege mal so ein kleines bisschen runter, damit das da nicht im Weg ist und gut hält. Und wenn ihr euch nicht ganz sicher seid und Sorge habt, dass es euch verschiebt, könnt ihr es ohne weiteres mit wenig klebendem Dixo auch da drinnen ankleben. Ja, weißt du, manchmal bin ich da echt ein bisschen geschusselig. Also gut, wir kleben es uns an, dann hat das Ding gleich ein Ende, weil dann hält das gut. So machen. Einmal raufschneiden und damit sollten wir jetzt da ein möglichst schönes Ergebnis haben. Ganz oben hat es ein kleines bisschen verzogen, macht nichts, dann schneiden wir das mit der Schere noch. Und dann könnt ihr es euch einmal probeweise drauflegen und schauen, ob euch das so gefällt. In meinem Fall finde ich, das ist ein ganz super Aufleger so. Also mir wird das genauso passen. Und so tät ich mir jetzt mein Designerpapier oder so werde ich mir jetzt mein Designerpapier zuschneiden. Da nehme ich mir jetzt einfach die Schablone und mit der Schablone schneide ich mir achtmal Designerpapier raus und werde mir das achtmal schön auf die Sequenzen draufkleben. Mein Ergebnis seht ihr dann natürlich am Donnerstag, also ich werde es jetzt schön vorbereiten. Und ich glaube, so solltet ihr auch sehr, sehr gut zurechtkommen.
und solltet bis kommenden Donnerstag drei Böden haben, acht solche Seitenteile und die Spitze entweder aus Designerpapier, dann braucht es natürlich keine Aufleger machen, oder aber so wie ich euch gesagt habe, mit die Aufleger drauf. Und dann sollte das bestens klappen. Seht euch aus, Mädels, schreibt es mir rein in den Chat. Habt ihr das Gefühl, das wird so gut funktionieren? Oder habt ihr nur irgendeine Frage? Dann unbedingt her damit mit der Frage. Die Daniela hat was von einer Etagere. Stimmt, Daniela? Hat was von einer Etagere. Einwandfrei. Ach ja. Schnell ein bisschen Klarschiff machen, weil ihr da reinschreibt. Agneta passt, okay. Alles klar dem noch. Aber die Agneta ist auch unser Bastelhase. Der ist schon ganz, ganz lang dabei und kann sehr, sehr gut basteln. Hat jemand eine Frage oder alles klar? Bin echt gespannt. Falls jemand eine Frage hat, dann einfach wirklich her damit und ansonsten gern nächsten Donnerstag auch reinschreiben. Donnerstag geht es weiter um 20 Uhr, Bernadette. Ich habe euch ja auf meinem Blog habe ich euch draufgegeben. Wo habe ich denn jetzt das hingegeben, Verlotter? Ihr findet auf meinem Blog auf jeden Fall alle Veröffentlichungszeiten von die Wunderwelt-Mädels von unserem 30 Tage Weihnachten basteln. Und da stehen die Zeiten dabei. Also morgen geht es weiter bei unserer Cornelia Dietmar, Papierglück, Papier minus Glück. Und die Cornelia startet morgen auch um 15 Uhr. Und am Donnerstag geht dann die 20 Uhr Zeit los. Also Donnerstag 20 Uhr bei mir und Freitag 20 Uhr bei der Carina. Also Ina stempelt. So wechselt der Modus. Okay. Also, ich sehe schon, bei euch läuft's. Scheint alles klar zu sein. Damit haben wir das erste Video zum Adventskalender so quasi ja, schon geschafft und werden am Donnerstag weiterschauen. Ich freue mich schon. Und ich wünsche allen, die bis Donnerstag fleißig sind und am Adventskalender werkeln, viel, viel Spaß. Alle, die jetzt diesen Adventskalender zum ersten Mal sehen, weil es bis dato noch nicht aufgetaucht ist bei Ihnen, Sie können diese Schnittmuster gerne in meinem Kerzen-Online-Shop bestellen. Geht es dazu einfach auf die Wunderwelt aus Papier.com, dann werdet ihr den Link zum Schnittmuster auf jeden Fall finden. Gut, ihr Lieben, in dem Fall alles, alles Liebe in die Runde und ich freue mich schon total. Wir sehen uns am Donnerstag. Tschüss, Baba!